Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ins Licht gestellt. So fühlt man sich hier in St. Peter. Ich feiere hier zum ersten Mal Gottesdienst. Mein Name ist Britta Müller und ich bin seit 1. April Dekanin im Nürnberger Süden. Am Palmsonntag sollte meine Einführung hier in dieser Kirche sein, aber jetzt freue ich mich, dass ich wenigstens in dieser Weise mit Ihnen Gottesdienst feiern kann. Ins Licht gestellt, ich finde, das ist auch eine gute Überschrift für diesen Gottesdienst. Wenn diese Tage auch bedrückend und dunkel sind, wir sind in Gottes Licht gestellt. Ich lade Sie ein, innezuhalten, wo auch immer Sie sind, und still zu werden zum Gebet. Gott, wir kommen zu dir, so wie wir sind, mit unserer Anspannung, unserer Freude, mit unserer Traurigkeit und Enttäuschung, mit unseren Ängsten und Sorgen, mit unserer Hoffnung und unserer Sehnsucht. Wir kommen zu dir, Gott, mit allem, was uns bewegt. Und in der Stille können wir uns für deine Gegenwart öffnen. Hier sind wir, Gott, vor dir. Erfülle uns mit deiner Gegenwart. Stärke uns durch deinen lebendigen Geist. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Amen. Das Evangelium für den Palmsonntag steht bei Johannes im 12. Kapitel. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Thank you.
Ich lese den Predigttext für Palmsonntag aus Markus Kapitel 14. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Und als er in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbaren Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt allzeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Was für ein Wagnis! Was für ein Schritt! Mitten hinein in eine Runde, in die sie nicht eingeladen ist. Reingeplatzt in ein Gespräch, an dem sie nicht beteiligt ist. Diese Frau bleibt nicht vorsichtig an der Türschwelle stehen. Sie bittet nicht um Erlaubnis, fragt nicht nach Einlass. Nein, sie geht mitten rein und ganz nah ran. Was für ein Wagnis! Mit dem Widerspruch der Anwesenden hat sie vermutlich gerechnet. Das viele Geld. Was ist mit den Armen? Welch eine Verschwendung! Und sie hat dahinter vermutlich die Frage gespürt, was willst du hier? Ich kann mir vorstellen, sie hat schon vorher all diese Fragen hin und her bewegt, abgewogen und sich dann doch entschieden. Ich wage diesen Schritt. Doch was würde Jesus sagen? Konnte sie das wissen? Konnte sie das ahnen? Was für ein Wagnis! Aber sie scheint überzeugt. Das, was ich tue, ist wichtig, ist richtig für Jesus. Für ihn wagt sie diese unverschämte Nähe, wagt zu stören und wagt Jesus zu berühren. Vielleicht ist sie ja eine von denen, die Jesus schon länger folgen. Eine, die die Ohren offen hält
und gehört hat, dass Jesus in Gefahr ist. Und eine, die spürt, dass sich die Lage zuspitzt. Sie will Jesus zeigen, du bist nicht allein. Wenn wir einander berühren, dann spüren wir das besonders deutlich. Du bist nicht allein. Und wenn in diesen Tagen einem morgens nach dem Aufstehen so schlagartig klar wird, dass alles zurzeit anders ist, dann steht meiner jüngsten Tochter manchmal die Sorge und die Traurigkeit ins Gesicht geschrieben. Wie gut, wenn ich sie da berühren, umarmen kann und ihr zeigen kann, du bist nicht allein. Wie kostbar und hilfreich Berührungen sein können, das merken wir jetzt gerade dort, wo wir uns nicht mehr berühren dürfen, wo wir auf körperliche Nähe verzichten müssen. Menschen, die uns lieb und teuer sind, dürfen wir nicht mehr berühren, weil wir nicht mit ihnen in einem Haushalt leben. Für Menschen, die alleine leben, ist das besonders schwierig. Und für diejenigen, die um Angehörige im Pflegeheim bangen, besonders schmerzlich. Gleichzeitig sind wir unglaublich kreativ, diese Distanz zu überbrücken, miteinander im Kontakt zu bleiben. Videobotschaften werden hin und her geschickt. Manche singen einander Mut zu. Telefonate werden lang und länger. Und manche greifen auch wieder zu Stift und Papier. Ein Gaukler aus Fürth erzählt, dass er sich einfach mitten in die Stadt stellt, vor die Häuser, unter die Balkone und eine kleine Feuershow veranstaltet, untermalt von einem Gitarristen. Wir sind kreativ und wagen Neues und Ungewohntes, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Mir fällt dazu die Formulierung to stay in touch ein. To touch somebody bedeutet im Englischen ja, jemanden zu berühren. To stay in touch heißt übersetzt in Verbindung, in Kontakt bleiben. Wenn man es wortwörtlich nimmt, heißt es eigentlich in Berührung bleiben. Und ich finde, dass diese englische Formulierung sehr schön zum Ausdruck bringt, dass wir auch über die Ferne, über die Distanz einander berühren können. Nicht körperlich, aber die Seele, das Herz eines anderen können wir berühren durch Worte, Bilder, durch Musik. Und auch so können wir einander versichern, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Das sagt doch Jesus eigentlich selber zu den Menschen, denen er begegnet. Sagt es zu denen, die Hilfe brauchen. Sagt es zu uns. Jesus ist doch eigentlich derjenige, der andere ermutigt, der andere berührt, heilt und hilft. Davon erzählt die Bibel mit vielen Geschichten. Doch jetzt am Anfang der Karwoche, da bahnt sich an, was im Garten Gethsemane besonders deutlich wird. Auch Jesus hatte Angst. Auch Jesus hat die Menschen an seiner Seite gebraucht, hat sie sogar darum gebeten,
bleibet hier. Wachet mit mir, wachet und betet. Der anderen beisteht, braucht Beistand. Der anderen nahe ist, braucht Nähe. Und der so viele heilend berührt hat, braucht Berührung. Für mich ist gerade dies in diesen Tagen so tröstlich. Gott ist nichts Menschliches fremd. Gott hat in Jesus alle Angst, alle Not, auch alle Einsamkeit durchlebt. Wenn wir uns ängstigen und sorgen, uns fragen, wie es weitergehen wird, wenn wir uns alleine fühlen und eben um die bangen, die im Pflegeheim besonders verletzlich sind, dann dürfen wir uns darauf verlassen, Gott weiß um unsere Not und um unsere Angst, Gott ist an unserer Seite. Gott ist in Berührung mit uns. Du bist da am Anfang der Zeit, am Grund aller Fragen bist du. Bist am lichten Tag im Dunkeln der Nacht, hast du für mich schon gewacht. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, schliefe ich ein im Reich der Toten, würde statt Nacht Licht um mich sein. Das sind Worte eines Liedes, die eigentlich bei meiner Einführung erklingen sollten. Ein Lied, das mich berührt, weil es mit Worten des 139. Psalms erzählt, was auch ist und was auch sein wird. Wir sind in Verbindung mit Gott. Sichtbar im Miteinander, unsichtbar im Gebet. Wagen wir es also, in Verbindung zu bleiben, to stay in touch. Mit denen, die wir schon lange nicht mehr angerufen haben und mit denen, von denen wir wissen, dass sie besonders unter den Kontaktbeschränkungen leiden. Aber wagen wir es auch, nach Verbindung zu fragen und um Verbindung zu bitten, da wo wir uns selber allein fühlen. Wagen wir auch die Verbindung zu denen, die eigentlich Fremde für uns sind. Die Frau, die hier die Kamera führt, hat erzählt, sie geht jetzt mittags meist zu dem Pizzabäcker um die Ecke und isst eigentlich viel mehr Pizza, als es ihr normalerweise gut tut, um dieses kleine Straßenlokal zu unterstützen. Und wenn dann die Sonne scheint und sie ein Pfeifen auf den Lippen hat, dann wechselt nicht nur Geld den Besitzer. Wagen wir, in Verbindung zu bleiben, auch mit Gott. Nicht nur, indem wir den Kopf senken zum Gebet, sondern indem wir unser Gesicht dem Himmel entgegenstrecken, uns in die Sonne dieser ersten Frühlingstage stellen, sei es bei einem Spaziergang oder am offenen Fenster. Wir sind in Gottes Licht gestellt. Amen.
Lasst uns beten. Gott, wir sind in dein Licht gestellt. Dafür danken wir dir. Lass dieses Licht in unserem Leben leuchten und gib, dass wir das, was uns bedrückt, dir anvertrauen. Gott, du bleibst in Verbindung zu uns, darauf können wir uns verlassen. Hilf, dass wir die Verbindung zu anderen suchen, wo es uns möglich ist. Und gib, dass diejenigen, die Besuche vermissen und denen Berührungen fehlen, spüren, sie sind nicht allein. Gott, wir bitten dich auch für alle, die in diesen Tagen Verantwortung tragen. Schenke ihnen Kraft und Zuversicht in diese Herausforderung. Stärke ihr gemeinsames Denken und Handeln, dass sie miteinander gangbare Wege suchen. Gott, deine Liebe gilt allen Menschen. So lass uns die nicht vergessen, über deren Not nun kaum noch berichtet wird. Die Menschen in den Kriegsgebieten, die Menschen in den Flüchtlingslagern an unseren Grenzen und an anderen Orten dieser Welt. Gib, dass wir weiterhin helfen, wo es uns möglich ist, und stärke diejenigen, die sich vor Ort für eine Linderung all der Not einsetzen. Wir beten zu dir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun in diesen Sonntag und in die kommende Karwoche mit dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.